So und nicht anders. War das nicht die Melodie von Pink Panther? Bei dem geht das doch genau so. Toll, ich hab nur zwei Dark Oak Saplings. Brauchst du welche? Warte, ja, nein, lass mich craften, Ike. Nee, ich hab sieben Stück im Inventar. Also. Ach so. Nee, ich kann die herstellen. Was? Die kann man nämlich mit Essenzen herstellen. Da musst du noch einen hinsetzen und dann hast du zwei davon. Ja, da liegen noch mehr auf deinem Bett. Schön. Ach so. Danke. Ich müsste gleich einmal mich bei deinen Pure Daisies zwischendrängeln. Ich brauche auch nur eine. Boah, jetzt gibt's Such zu Haus. Ach so, Leute, du kannst gerne die abbauen, was ich dir da jetzt hergestellt habe. Brauchst du die 8 Mana Spreader noch? Weil ich würde mir einen dann nehmen. Wobei, ne, ich brauche mehr. Mana Spreader, die du da hast. Die kannst du alle haben. Perfekt. Das brauche ich nicht. Ich würde mir aber gerne einmal das hier herstellen. Jetzt muss ich gucken, ist die Rüstung besser oder nicht? Und ich nehme mal 2 Sparks bei dir raus. Ein Armor, 2. Wait, du hast 8 Terrasteel? Jo. Ich hab doch darf ich das vermehren gehen? Also 4 Stück kannst du dir rausnehmen, die anderen 4 bleiben für mich. Da stelle ich mir selber eine Pflanze her. Ich sitze hier halt, ich wollte jetzt gerade nur was machen, weil ich Terrasteel-Dings-Pflanzen bauen wollte. Du, ich hatte heute den ganzen Tag so viel Zeit, frag mich nicht. Vor allem meine Kinder waren heute einfach mal richtig lieb und das ist ja, keine Ahnung. Oh mein Gott, ich hab Terrasteel Seeds. Oh mein Gott. Terrasteel Seeds. Und ich hab die perfekte Rüstung für Melvin. Ich weiß jetzt schon welche. Rupp. Lass mich raten, sie ist... Ja. Melvin, ich bring dir was vorbei. Der ist gemutet, der Arsch. Jetzt baue ich einen Block unter ihm ab. Melvin, ich baue den Block ab. 1, 2. Tschüss. Oh, wow. Was ist, wenn er wirklich AFK ist? Ja, doch Pech. Der hat nicht gesagt. Da muss ich dir recht geben. Oh. Und jetzt hat einfach so ein DC. Das ist einfach AFK gegangen. Oh, da war es zu sagen, der Arsch. Egal, es geht ja nichts verloren. So, dann machen wir das. Warum bin ich tot? Und du bist aus der Welt gefallen. Was? Dann das. Ja. Dahin. So. Das cool, jetzt liegt mein Grab unten. Da. Ja. Das da. Warte, ich hol's dir gleich. Ich muss nur eben mein Inventar leeren. Wo ist denn der Melvin gerade? Da. Soll ich dir eine neue Rüstung vorbeibringen, Melvin? Ich habe hier eine an, die passt, die steht dir dann richtig gut. Wie voll war dein Inventar, Melvin? Melvin, möchtest du die Rüstung haben? Ja. Bitteschön. Oh. Bleib mal so stehen. Gut. Thumbnail für die nächste Folge. Weiß ich, wusste ich. Vor allem den Smile, den ich dazu pixel, dann auf das Bild. Oh. Was? Ja. Stell dir vor, die ganzen Thumbnails hier, die ich gemacht habe, also es, für bestimmte Folgen gibt es dann halt Thumbnails. Mhm.
da kommt dann schon mal so das ein oder andere Bildchen mit auf das Bildchen. Warum? Warum? Weil ich es kann. Hey, wie bin ich aus der Welt gefallen? Das ist eine gute Frage. Wie kann man aus der Welt fallen? Jetzt muss ich nur kurz gucken. Das ist dein Stuff, das ist deiner... Okay, der Typ hat noch einen Stone-Chisel. Boah, ich muss mal ganz schnell weg. Hä, was ist so schlimm an einem Stone-Chisel? Alles. Ja. Genau, Melvin. Er ist aus Stein. Ja, und was ist der Unterschied? Ich habe einen Dia-Chisel. Ja, der kann genau das Gleiche. Nein. Was kann er denn noch? Der kann Penisse machen. Du willst wissen, was der Dia-Chisel kann, was der deiner nicht kann? Hm. Warte, ich zeig's dir eben bei dir. Wo ist Melvin? Da ist Melvin. Er kann das hier. Dann kann ich das wieder da drauf machen. Du wirst nicht davonkommen, ich hab das beste Jetpack. Hilfe! Ich hab das beste Jetpack. Er ist ein Verrückter. Oh nein, nein! Soll ich mir die Axt zuschlagen? Nein, verrückt. Verrückt. Und das. Verrückt. Nein! Aua. Hallo auf! Boah, das. Ah! Muss doch mit dem Stab umkommen. Was für ein Stab? Den in der Buchse? Alter, Melvin, no. Wo ist er? Was willst du? Wenn ich dir das sage, würdest du dir an den Kopf fassen und denken: Nee, was ist das für einer? Okay. Ich will essen. Danke für die. Oh. Ich habe heute natürlich. Ich habe einen ganzen Tag über nur ein Babybell gegessen. Ich bin gut. Hä? Ich habe den ganzen Tag noch gar nichts gegessen. Lol, warum stelle ich gerade. Ich will doch gar keinen Flint herstellen. Bin ich bescheuert? Ja. Wie stelle ich nochmal dieses komische Zeug her? Ey, jetzt muss ich echt nachgucken. Welches komische Zeug? Kann ich dir gleich sagen, wenn ich es finde. Ich glaube, ich habe ein DC, richtig? Mhm. Ja. Das da. Mit. Natürlich, mit Gunpowder kann ich das herstellen. Was sind eigentlich die Bäume, die Ranken machen können? Also. Jungle. Jungle. Wenn ich gleich wieder drauf bin, kann ich die Jungle-Zepplinge herstellen. Oder du gehst an mein System und guckst dir. Guckst nach, das ich, ist. Ich weiß, warum das nie ging, weil da drunter. Das ist Nature Essence mit Butter Essence in irgendeiner Kombination. Dieses also Anordnung. Komische Mana-Ding ist. Ich weiß, warum das nicht ging, wegen diesem komischen Block unter dem Mana-Pool. Kann ich dir einen Tipp zugeben? Ike. Erzähl. Sticky Pistons. Ja, nee, ich hab doch noch 2 Mana-Pools. Ich befülle die doch gerade schon wieder. Ich will noch ein bisschen was hier herstellen. Ja, weil es gibt von diesen Katalysten 2 Stück. Einer, der andere Rezepte macht und der andere, der ist zur Item. Was? Ja, es gibt einen, womit du zum Beispiel Glowstone, glaube ich, verdoppeln kannst, war das. Ich konnte gerade aus Gunpowder Glowstone herstellen. Nee, aus Redstone Glowstone und so. Ja, du hast den gelben jetzt, richtig? Ja, irgendwie. Es gibt nochmal den roten. Ja, nö, nee, es reicht jetzt so, wie es ist. Ich weiß, dass ich mir beim Portal die Mana Pools nehme zum Machen. Dings. Na ja, ihr wisst schon. Genau. Ich werde mir irgendwann die Rotschen und damit, wenn es noch geht, Redstone einfach vermehren. Jo, es geht um. Weil Mana bezahlen, um Redstone zu bekommen? Ja, Redstone habe ich eigentlich mehr als genug, da brauche ich nichts mehr von. Oh. Ja, Redstone ist bei uns immer gerade Mangelware. Ich habe 29.400. Deshalb, ich habe Kohle. Da habe ich über 60.000. Ja. Ja, du hast auch viel häufiger die Erzproduktion an. Die ist momentan gestoppt. Ja, bei uns ist sie auch jetzt schon lange gestoppt. So. Ich habe die einmal 24 Stunden durchlaufen lassen und danach gestoppt. Ja, da müsstet ihr doch eigentlich gut Zeug jetzt haben. Nicht wirklich. Es hat sich viel bestaut.
gehabt in der Schmelze. Okay, das ist dann doof. Aber ich kann sagen, ich habe mehr Draconium-Ingots als Eisen-Ingots. Na, das ist doch wenigstens was. Also wenn irgendjemand irgendwann mal Draconium braucht, dann kommt ihr zu mir. Dann werden wir uns bestimmt schon melden. So. Aber Melvin, mach dir nichts draus. Ich habe auch noch eine pinke Rüstung hier. Gegen Pink hatte ich jetzt auch nichts, ne? Naja, ich kann mir eine grüne machen. Das war jetzt nicht das Problem. Die grüne kommt bei mir auch noch. Bloß. Und dann eine orangene. Ich glaube, ich habe irgendwie mal gesagt, dass ich eine pinke wollte. Was hat Melvin jetzt gerade gesagt? Ich habe nichts verstanden. Ach, die willst du dir machen. Ja gut. Welche will ich denn machen? Die Wyvern-Dings bestimmt. Nee, stopp, die Wyvern tragen. Ja, stopp, nee, die Draconic. Mhm. Dann muss ich nur ins End können. Ich mache jetzt halt erst einmal nur die Botania-Rüstung, weil ich mir jetzt ein paar Dinger hingestellt habe. Nee, die grüne, die Terrasse mache ich mir auch. Ja, die kommt sowieso. Das ist dann meine Rüstung, die ich dann hier in der Overworld dauerhaft trage. Ich wollte noch eine blaue herstellen. Da brauche ich schon wieder Mana-Steel. Und wieso ist mein Mana-Steel weg? Mana-Steel habe ich nichts genommen. Das habe ich selbst hergestellt. Brauchst du noch Mana-Pools? Ich habe noch 6 Stück im E drinne. Nee, brauche ich nicht. Wenn ich einen Elfen-Trade mache, werde ich es bei dir machen. Weil du hast ja die Essence Flowers, die sind deutlich effektiver zum Mana generieren. Willst du mich verarschen? Ich hab die gefüttert, das war ein Witz, was die gemacht haben. Ich hab dann ein Stack Brot hingeworfen. Die haben einmal ganz Brot kurz ist das Schlechteste, was die essen können. Na toll, das muss man mir sagen. Da steht im Lexika Botania dran. Ey, das ist Englisch. Denkst du, ich kann Englisch? Ernst? Das Beste, was du denen so gesehen geben kannst, ist Kuchen, nee, beziehungsweise... Nein. Kuchen essen sie nicht. Ich habe das hingeworfen, die haben das nicht aufgenommen. Und dann haben sie die in der Version nicht mehr drin. Schade, weil es gab welche, den... Hallo, aber wenn du die Pflanzen willst, kommen sie dir abbauen. Ich brauche die, ne. Ich habe hier das noch... Das ist wahrscheinlich mein Teamkollege? Ja. Mhm. Was? Hallo, höre ich euch? Ja, ja, ich höre euch. Das ist mein Teamkollege. CO2, wenn du die Gourmet-Dinger willst, dann kommen sie die abbauen. Ich habe hier noch 9 Endoflames, ich habe hier noch die Munchtooth und die Thermalily. Also für mich sind die Blumen hier jetzt eigentlich bloß als Deko da. Nee, ich werde mir bei dir gleich was anderes herstellen. Ich werde mir da auch für extra Dings machen. Die eine Rune, die ich dafür brauche, werde ich auch extra herstellen. Weil ich werde mir eine rosa Arcana machen. Okay. Gibt's eigentlich im Nether auch Netherrack, weil... Nein. Nee. Aber musst du die herstellen. Brauchst du was? Ich wollte nur was chiseln, deswegen. Naja, brauchst du was, dann kommst du zu mir und gehst runter zur Lava-Produktion. Da ist eine Kiste, da müsste ein Netherrack drin sein. Und Endstone sogar. Aber der liebe Oscar kommt jetzt auch online? Der liebe Oscar kommt jetzt auch offline. Online. Er kommt offline, alles klar. Ja. Melvin, du musst oben ans ME rausnehmen. Da unten ist gerade mal Endstone am Produzieren. Kannst du eigentlich zugreifen? Ich hatte gerade einen DC, nee, deswegen ich komm gleich. Ja. Danke. Oh, ein ganzes Stack. Mm. Ach, Melvin. Ja. Pass jetzt immer auf deinen Rücken auf. Irgendwann werde ich dich mit dem Diamond Chisel killen. Dann habe ich dir gezeigt, was der Diamond Chisel kann, was der Stone Chisel nicht kann. Werden wir ja sehen. Vielleicht kill ich dich mit dem Stone Chisel. Komm erst mal damit durch mein Schild. Gelacht? Komm erst mal damit durch das Schild. Ihr redet hier vom Töten. Da hat wer eine lange Leitung.
Ey, ich muss nur aus Versehen mit meiner Axt zuschlagen und ihr seid tot, egal welche Rüstung ihr anhabt. Du und dein Magieschild. Es ist ein Stromschild, aber egal. Ja, Hokus Pokus. Eine ganz schön große Klappe hast du, Melvin. Nein. Guck mal, du bist vorhin aus der Welt gefallen und keiner weiß warum. Ich weiß auch nicht warum. Ja, es ist seltsam, oder? Ja, vielleicht warst du das. Woher weißt du das? Weil ich es dir zutrauen kann. Boah, vielleicht war ich es. Boah, Oscar. Oder Manuel Neuer. Ja, Leute. Oder. Hey. Vielleicht ist das gar nicht Skyfactory. Wait. Manuel Neuer Factory. Vielleicht ist das gar nicht Skyfactory 3, sondern Skyfactory 4. Boah, nee, dann würde ich es nicht spielen wollen. Bei mir leider nicht. Wieso nicht? Nee, weil. Weiß ich nicht. Da ist. Also, ich würde es nicht spielen, weil bei mir. Also, ich brauche Ex Nihilo dabei zum Sieben und alles. Nee, das machst du da über Bäume. Ja, das ist das Problem. Und übers Questbook. Ach, es gibt Sky Factory 4 schon. Ja. Oh, wow. Ist gar nicht so alt. Nee, das ist jetzt erst rausgekommen. Ja, deswegen ja. Wundere ich mich. Jetzt gucken, wie viel Mana ist drinne. Gut, gut. Und da ist leer. Läuft. Gut, ich hoffe, beim. Am Nether-Portal sind jetzt keine. Was? Und, deine Freunde? Du bräuchtest dort eigentlich nur Ausleuchter. Ach. Das sind doch keine Monster. Ja, ich hab da gerade. Ist das Nether-Portal jetzt schon gesetzt? Ja, seit heute Vormittag ist es auch aktiviert. Oho. Ja, jetzt brauche ich noch diese andere hellblaue Rüstung. Das mache ich da aus Strings. Okay. Ein Stack Strings mal durchschauen hier. Kann ich den eigentlich auch durchs Portal werfen? Das ist jetzt die Frage. Nee. Shit. Dann da rein. Aber das mit dem Steampunk-Projekt, das nimmt ja jetzt langsam ziemlich an Fahrt auf, habe ich das Gefühl. Ja, wenn ich halt mal so ein bisschen Zeit habe, dann investiere ich die da rein. Weil es muss ja, das ist jetzt so lange in Planung und ich habe das auch ehrlich gesagt lange vor mich hergeschoben. Jetzt hast du dir mal endlich ein Herz gefasst. Nicht unbedingt dein Herz, aber ein Herz. Genau, ich habe nämlich kein Herz. Ich speak's the truth. Scheiße. Warum nicht? Weil er YouTuber ist, er darf das. Genau. Ach, Melvin, weißt du was? Was? Wenn du heute offline gehst. Ja. Ich würde dir empfehlen, mach. Geh ich online. Ich würde dir empfehlen, geh nicht offline. Bevor ich nicht offline bin. Sonst hat deine Insel keine Penisse, sie ist dann ein Penis. Oh. Ich weiß gar nicht. CO2? Ist der. Der ist weg. Pascal. Ja. Der ist raus aus dem DC gerade. Ja, wahrscheinlich. Oh. Wahrscheinlich startet der neu. Kann sein. Weil ich weiß nicht, ob CO2 das von meinem Vanilla-Server noch weiß oder ob er das dort jemals gesehen hat. Mit der immens großen männlichen und weiblichen Person, die Spaß miteinander hatten. Was? Ja, ich habe da eine Frau in liegender Position mit gespreizten Beinen gebaut. Komplett nackt natürlich. Und hey, davon hast du schon mal erzählt. Ja, und ein Mann, der halt dazwischen gekniet hat und auf sie ejakuliert hat. Okay, ja. Alles mit Chisel. Nee, das wäre dann ein bisschen zu kompliziert gewesen. Aber das. Leute, ich müsste mal bei Svenja in den Chatverlauf gucken. Da existiert das Bild noch? Muss ich dann nach der Aufnahme mal machen. Oh, Melena.
Das lasse ich dir dann zukommen, das Bild. Okay. Warum bewegen sich am Amos denn die Rüstung? Das erinnert mich an die eine Folge, hier. Ah, Galactic Saints. Melvin, komm mal ganz kurz zu mir. Okay. Schneller, ich will die Aufnahme beenden. Wir sind schon bei 20 Minuten. Ich kann nicht. Ach, du kommst vom Nether? Ja. Was ist denn da hinten los? Ja, doch was bauen. Wie da hinten? Was ist denn da? Ach, das ist CO2. Hier bewegen sich da die Rüstung, also die Arme auch bei dir? Ja. Cool. Läuft. Guck, kennst du schon meinen neuen Freund? Den Teru Teru Busu? Was ist denn? Das ist ein kleiner Geist, der sucht dich abends heim. Eigentlich passt zu dem der Spruch, in diesem Klo, da sitzt ein Geist, der jeden in den Hintern beißt. Nur mich hat er noch nicht gebissen, denn ich hab ihn auf den Kopf geschissen.